So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Wir sind zurück nach einer langen Pause. Es ist fast ein halbes Jahr her. Ich hatte irgendwie keine Lust mehr, das Spiel weiter zu spielen, Leute. Tut mir leid. Schuld dran war dieses mega große Gebäude hier, das wir gebaut haben. Und, also es sieht von innen sehr schön aus. Hier auch noch, also. Ja. Also wenn man jetzt gesagt hätte, ist es eine Scheune, ist es eigentlich gar nicht. Es soll gar keine Scheune sein, aber ja. Problem war einfach die Symmetrie, ne? Das Gebäude hier, das war mir nicht so symmetrisch. Und ich hatte irgendwie einfach keine Lust mehr, mich einzuloggen. Ja. Und heute dachte ich mir, komm. Wegen einem Gebäude kannst du nicht aufgeben. In dem Spiel gibt es schon ein paar Dinge zu tun und zu entdecken. Wir fangen es einfach nochmal an, aber auf derselben Welt natürlich. Und machst das kleiner. Ich meine, wenn wir uns das hier anschauen, ja, das Schild nervt irgendwie, ne? Wenn wir uns das hier anschauen, das sieht sehr schön aus. Und wenn wir nach oben schauen, ja, das macht's leider kaputt, Leute. Das müssen wir fixen. Also das leider nicht mehr. Wir fixen das und zwar indem wir... Oder fixen wir auch das Gebäude hier. Also ich hätte gesagt, wir fixen das, indem wir kleinere Gebäude bauen in Zukunft. Ob wir das hier spezifisch jetzt fixen? Ja, aus Fehlern sollte man lernen. Vielleicht lassen wir das einfach. Ja. Damit ihr auch immer wisst, fangen lieber erst mit was Kleinem an. Dann verschluckst du dich auch nicht. So. Genau, also immer kleine Happen essen. Keine Ahnung, was das hier für ein Vergleich war. So, Entschuldigung, ne? Gut, was bauen wir jetzt? Wir bräuchten Holz. Also Eisen haben wir equipped. Oh, aber wir haben hier noch Stein. Lol. Warum haben wir hier noch Stein? Egal. Cool, wir hatten uns gerade Eisen besorgt und haben gequittet. Ganz schön dumm. So, und an den Folgen gibt es auch eine kleine Änderung. Die werden jetzt 15 Minuten lang. So ungefähr. Vielleicht immer etwas länger, wenn ich es verpenne. Weil wenn sie zu lang sind, habe ich das Gefühl, dann will sich das keiner anschauen. Deswegen mache ich sie erstmal kürzer. So, holztechnisch, wir nehmen mal das hier mit. Wir nehmen mal alles mit, ja. So. Genau, was ist das? Leuchttintenbeutel. Cool. Wird es schon bereits dunkel? Wunderschön. Also wir haben Shader und alles. Ne? Wir haben Texture Pack und Shader. Wo ist denn das nochmal? Ja, irgendwo. Irgendwo haben wir Shader. Egal, ja. Glaube ich. Und ja, es sieht sehr schön aus. So, wenn das Gebäude hier ist. Hier wollten wir ein Feld bauen. Oh Gott, gefährlich. Wenn wir hier ein Feld bauen. Wir sollten erst das Feld finishen, habe ich das Gefühl. Wir haben ja schon mal das provisorische Haus. Es sieht ja von weitem gar nicht so übel aus. Wir müssen es eigentlich noch etwas beschmücken. Ne? Es sieht gar nicht so übel aus. Ja, tatsächlich. Gut, vielleicht machen wir das so zu Ende oder wir lassen es einfach komplett. Ohne Witz, wir machen das mal zu Ende. Soweit es geht. Und dann machen wir gescheite Projekte, die kleiner sind. Wie wär's denn, wenn wir hier irgendwie sowas oben hinpacken? Das Kacke. Frage ist halt, was ist der Sinn davon? Meine, das ist der erste Stock. Zaun. Gut, wir gehen mal schlafen. Denn es wird dunkel. Oh ja. Können wir schon?
Nee. Habe ich mir gedacht. Gut. Also ich kann mich jetzt nicht auf so ein Design einigen. So. Ich muss schon lachen, ja. Machen erstmal Fenster, okay? Wir machen erstmal Fenster. Jetzt darf ich aber schlafen, oder? Ja, jetzt auf jeden Fall. So, Türen sind offen. Ich hoffe, es kommt kein Besuch. Sehr schön. Kein Besuch. So, Glas haben wir, hatten wir hier drin, habe ich gesehen. Da. Das nehmen wir direkt. So, und Fenster, wie machen wir das jetzt? Erstmal die da oben. So. Oh. So, auf der anderen Seite nochmal dasselbe. Das ist hier halt ein bisschen kleiner, ne? Ist etwas zu klein geraten. Oder? Ja. Ne? Es ist hier etwas zu klein geraten. Wir machen aber trotzdem dasselbe. Oder kleiner. Dasselbe in kleiner einfach. So. Das oben vielleicht auch weg. Oder direkt so. Ich hoffe, wir müssen kein Glas kaputt machen. Das ist sonst sehr schlimm. Oh Gott. Da wird man frieren im Winter. Gar nicht gut. Das war jetzt keine besonders gute Lösung. Ich sag's euch, der Bild ist. Ihr versteht schon, warum ich mich nicht einloggen wollte, ne? Gut. Wir machen's aber diesmal alles schöner, ganz klar, versprochen. So, das kann man eigentlich symmetrisch machen. So. Ja, das sieht gut aus. Nein, das war's mit einem Glas. Schade. Wie schusselig jetzt noch sowas. So, das sieht gut aus, würde ich sagen. So einigermaßen. Wir können natürlich noch anderes Holz benutzen. Für so eine Art Textur, das habe ich schon mal auf YouTube gesehen, ne, so ganz flüchtig. Das machen andere Leute auch. Die machen einfach sowas, ja, das. Glaube, bei denen gibt's sogar ein Pattern. Aber das sieht voll kacke aus. Das sieht ja schrecklich aus. Sah bei denen schöner aus. Aber wir machen es einfach trotzdem mal.
Oder gefällt euch das? Lassen das einfach mal. Und beurteilen das später nochmal. So. Okay, die Kiste ist davor. Vor dem Fenster. Das ist jetzt blöd gelaufen, aber egal. Hier muss es sein, ne? So. Zack, sehr schön. So, ich würde gerne ein Feld bauen. Also eine Farm. Ein Feld auch gerne. Warte, wie rennt man so? Für Tiere und für Essen. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Für die Tiere würde ich mal sagen, also machen und zählen erstmal. Hier könnte man, hier gab es auch irgendwo Wasser, ne? Ich finde, hier könnte man einfach ein Haus bauen. Hier drauf. Heißt, wir fangen so. Ja, hier könnte man noch mehrere bauen, ne? Ohne Witz. Dann lassen wir die Stelle dort mal. Und fangen, ach, wir fangen einfach da an, ohne Witz, oder? Wir fangen hier an. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist groß genug. 1, 2, obwohl es sind ja 1, 2, 3, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ist das groß genug für eine Tierart jetzt? Denke schon, oder? Wir wollen ja nicht zu viel. Nur so ein paar, die meisten essen wir. Ne? So. Der Pfad, der sollte dreimal lang sein, oder? Drei sind genug, denke ich. Der Pfad zum Laufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, hier 5, 6, 7, 8. Sehr schön. Wir haben kein Tor. Nein. Wie macht man das eigentlich nochmal? So, steht das hier? Tor? Cool. Wir machen mal, wie viel machen wir denn? Geht da nicht mehr? Wir haben keine Sticks. Gut, dann machen wir ein paar davon. Jetzt ist das einfach weg. Warum das? Hm. Jetzt haben wir nur noch zwei zur Auswahl. Ach, wir haben gerade das falsche Menü aufgehabt. Tut mir leid. Das habe ich echt nicht gesehen. Okay. So, das wird halt eh nicht reichen. Wie machen wir das denn?
Nur ein Eingang ist mir zu wenig. Hätte schon gern zwei Ein- und Ausgänge. Und die sollten ungefähr immer gleich sein. Ja. Lieber da oder da? Hm. So, Tiere haben wir natürlich noch keine. Wahrscheinlich gibt es aber welche in der Nähe, da sehe ich Hühner. Das kann man leider nicht reinpacken. In das Gehege, denke ich. Es wird auch schon dunkel. Gleich. Wie machen wir das? Wo bauen wir denn noch mehr? Wir haben schon mal zwei Gehege. Hier noch mal zwei. Oder hier lieber Felder hin. Wir können da auch lieber die Felder machen, die Weedfelder. Bin mir nicht ganz sicher. Boah, wenn wir da runtergefallen wären, dann wär's das.